Hallihallo und Servus YouTube, herzlich willkommen zu einer Mod-Vorstellung. Ihr kennt sicherlich noch den Vierstabflug Moro Raptor von Argo. Jetzt gibt es den in größerer Version, einen Fünfstabflug, der aber stolze 3,5 Meter mit 5 Schaden mit sich bringt. Das ist sehr, sehr viel. Wir schauen uns das Gerät zuerst mal im Shop an, unter Flüge zu finden. Mit, ja, wie man es von Argo kennt, traumhaften Bild, traumhaftem Logo. 29.000 Euro, auch ein stolzer Preis. 26 Euro Unterhaltskosten pro Tag. Arbeitsbreite 3,5 Meter und jetzt benötigte Leistung 300 PS. Oha, für 5 Scharen, jawohl. Und wir sehen hier rechts daneben, Querneland ES85. Benötigte Leistung 150, Arbeitsbreite allerdings 2,5 Meter. Und das ist im Prinzip normal 50 cm pro Schar. Hier wären es dann, glaube ich, sowas mit 70 cm. 5x7 wären dann 36, kommt gut hin, ja. Auf jeden Fall, wir schauen uns das Modell einfach mal an und ja gut, da kann man nicht dazu viel sagen. Es ist einfach ein Argo-Mod. 5 Sterne, das ist eigentlich schon Standard bei dem. Die Streichblecher sind unglaublich fein verarbeitet, das ist echt unglaubliche Qualität. Respekt. Und ja, vielleicht holen wir uns den Vierstabflug auch mal auf dem Hof, weil gut, 200 PS, ne, aber weil wir jetzt aktuell ja auf der No-Name spielen und da spielen wir jetzt nicht mit größeren Fahrzeugen. Hier auch die ganzen Einstellungen, das ist quasi die Scharbreite auf 70 cm. Man kann ihn quasi bis auf 20 cm runterfahren, das ist echt genial. Leitungen und alles, Hydraulikanschlüsse vorne, alles perfekt, traumhaft. Gut, dann machen wir mal einen ersten Feldtest. Dazu habe ich mir gleich mal den John Deere geschnappt. Weil der halt, sag ich mal, von der Leistung halbwegs rankommt. Und er hat halt 280 PS. Deswegen, weil er ein bisschen weniger hat als die erforderliche Leistung, aber mal schauen, ob er wenigstens mit diesen 280 PS den locker ziehen kann. Naja, schauen wir mal. Wir können auf jeden Fall, wenn wir im Flug sind, den Flug natürlich drehen. Sollten wir eigentlich können. Ne, können wir noch nicht. Wir können ihn auch mit X ausklappen. Dann seht ihr auch, verändert sich hier das Bild auf, wie viel Zentimeter sind wir jetzt? Auf 40 Zentimeter. Ja, was ist jetzt los? Hallo? Ich habe doch gar nichts getan. Hallo. Okay, keine Ahnung. Also wenn wir ihn hier senken, kann man ihn halt auf der Straße transportieren. Das ist vielleicht nochmal wichtig für die, für alle, die den auf der Straße transportieren möchten. So, man kann ihn auch so aufklappen. Mit X können wir ihn wieder zurückklappen. Und dann dreht sich das ganze Teil wieder. Und wenn wir heben, sollte der sich eigentlich auch mit X wieder... Nein. Ich will ihn nämlich verbreitern. Ach genau, die Räder müssen noch einklappen, jetzt. Die fahren sich auch runter, das sieht so geil aus. Und jetzt dreht er den automatisch wieder auf die 70 cm Scharbreite hin. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Und es ist schon Wahnsinn. Mit 5 Schar nimmt er 3,50 Meter, das ist wirklich extrem viel. Was man vielleicht nicht vergessen sollte, wenn man gerade fährt, zieht er dich wirklich mit rein. Das heißt, selbst mit einem Plowthing-Spec ist es schon fast, ja. Wenn ihr euch das mal ansieht, der zieht jetzt übelst nach oben. Das heißt, ihr braucht fast, müsst extrem stark gegenlenken. Jetzt nimmt er sogar hier, ich mache mal hier kurz den GPS-Mod an, damit ihr mal sehen könnt, wie der mit GPS-Mod fährt. Und hier die Animation, traumhaft, es ist wirklich top. Jetzt sehen wir nochmal hier, wie viel das er mitnimmt. Also, es ist echt eine tolle Arbeitsbreite, er nimmt ja knapp 3,50 Meter mit, einen Meter mehr als normal. Und ja, wie gesagt, davon gibt es für mich absolute 5 Sterne. Wir sehen schon sofort eine Schmutztextur, die sich da nach den ersten Metern, sag ich mal, zeigen lässt. Bombenmäßig, danke für den Mod, Argo, geile Sache. 5 Shopflug, mal was Größeres. Mit einer ordentlichen Arbeitsbreite, 5 Sterne, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, Freunde. Servus.